Hallo und herzlich willkommen bei Auto360.de. Heute aus dem, naja, nicht so ganz schönen Taunus, weil es ist natürlich schon so ein bisschen trübe, aber wir haben Mitte Oktober und bei uns in den Bergen soll es ja sogar schon schneien. Hinter mir steht der neue Skoda Enyaq, ist ja gerade mal, wenn überhaupt, ein Jahr auf dem Markt, wurde ganz medienwirksam 2020 im August bei der Tour de France präsentiert, nämlich als Begleitfahrzeug, war auch dieses Jahr wieder bei der Tour dabei. Und ganz wichtig, das Auto wird nicht in Zwickau gebaut, sondern in Mladá Boleslav. Und neben mir steht der Thomas Kretschmer. Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet, was das Thema Skoda Automobile anbetrifft, weil er ist nämlich der Leiter des Produktmanagements bei Skoda Deutschland und der erzählt euch jetzt alles, was das Thema Skoda Enyaq anbetrifft. Also begonnen bei Leistung, bei Batteriegröße, bei, was haben wir noch gesagt? Preis. Genau, genau so das sind das so die ersten Schritte. Ich übergebe mal das Mikro, wir sind heute so ein bisschen, wie soll ich sagen, einfacher unterwegs. Ja, das sind die wesentlichen Sachen. Ich freue mich über die Einladung. Vielen Dank, dass ich das Auto kurz vorstellen kann. Der Enyaq iV, das erste ja, als solches, als SUV rein elektrisch entwickelte Fahrzeug bei Skoda. Wir unterscheiden drei Varianten des Enyaq, 50, 60 und 80. Und die, ja, die Bezeichnungen orientieren sich an den Batteriegrößen. Wir haben nämlich eine 55 Kilowattstunden Batterie, 62 und 82 Kilowattstunden. Die Batterie sitzt hier unten im Unterboden zwischen den Reifen, schafft eine Menge Platz im Innenraum und macht ein angenehmes Raumgefühl für die Kunden. Wichtig ist aber, wie schnell kann ich mit dem Auto fahren? Wir haben unterschiedliche Leistungsstufen, die orientieren sich eben an diesen drei Versionen, 50, 60, 80. Das sind 148 PS, da geht's los, hoch bis 204 PS. Und Preis? Das ist natürlich immer ein entscheidender Faktor. Die Elektromobilität steht ja noch in dem Ruf, teurer zu sein als konventionelle Mobilität. Der Enyaq hier beginnt bei 33.800 Euro. In den verschiedenen Versionen geht es dann natürlich hoch, auch in Preisbereiche 40.000, 45.000 Euro. Aber wichtig, der Einstieg 33.800 und das vor der staatlichen Förderung. Man kann ja dann noch knapp 9.600 Euro staatliche Förderung abziehen und zwar bei allen Enyaq-Varianten. Der Enyaq ist in jeder Variante voll förderfähig durch das BAFA. Und dann bin ich in einem Preisbereich, der schon ziemlich attraktiv ist für so ein großes Fahrzeug. Das ist schon mal die eine Geschichte. Das heißt, wir haben eine große Möglichkeit oder viele Möglichkeiten, das optimale Fahrzeug rauszusuchen. Jetzt haben Sie gesagt 204 PS, aber ich meine, es gibt ja noch was mit Allrad und 265 PS. Ist das dann sozusagen das absolute Spitzenmodell? Ja, ganz genau. Das ist eine der neuesten Vorstellungen, der 80X. Der Enyaq ist standardmäßig immer heckgetrieben, so wie die Skoda-Fahrzeuge vor ein paar Jahrzehnten noch. Die letzten waren tatsächlich immer frontgetrieben, die Verbrenner. Wir gehen jetzt zurück zu den Wurzeln, aber ganz neu, Sie haben es angesprochen, der 80X mit einem zusätzlichen Elektromotor über der Vorderachse, dann mit 265 PS. Und ich will mal so viel sagen, vielleicht können wir uns da auch noch ein bisschen mehr vorstellen für die Zukunft. Das ist dann sozusagen der Allrad und jetzt muss ich einen ganz kleinen Ausflug nach Wolfsburg machen, weil da haben die Kollegen ja vor ein paar Monaten den ID.4 GTX vorgestellt und den kennt ihr ja aus unserem Video und aus unseren Fahrberichten auf auto360.de. Jetzt kommen wir, glaube ich, mal zu dem absoluten Kernthema der Elektromobilität, der Reichweite. Und ich glaube, da hat erstens mal der Enyaq, zumindest mit der großen Batterie, schon mal ziemlich weit die Nase vorne. Aber es gibt ja auch noch unglaublich viele Faktoren im Bereich der Reichweite. Und da, Herr Kretschmer, würde ich Sie bitten, dass Sie einfach mal unseren Zusehern erklären, wie das Ganze aufgeteilt ist und was Skoda für eine tolle Idee dahinter hat. Ja, das mache ich gerne. So ist es. Reichweite spielt gerade in Deutschland eine extreme Rolle für potenzielle E-Auto-Interessenten und auch Kunden. Ist es so, dass wir mit der 80er-Variante, das Enyaq, das ist mit weitem Abstand die meistverkaufte Variante, haben wir nach dem maßgeblichen Messzyklus, das ist WLTP, es ist schon der neuere, realitätsnähere Zyklus, haben wir über 530 Kilometer Reichweite. Jetzt ist es aber genauso, wie Sie sagen, beim Elektroauto, nicht nur beim Enyaq, bei allen ist es so, dass Umwelteinflüsse eine
viel größere Rolle spielen als Verbrennungsmotoren. Ganz entscheidend ist hier Temperatur und Wetter, hauptsächlich die Umgebungstemperatur. Es spielt die Geschwindigkeit eine große Rolle. Wie schnell fahre ich mit dem Fahrzeug? Und speziell Autobahnetappen, schnell gefahrene Autobahnetappen, haben einen sehr negativen Einfluss auf die Reichweite. Es spielt eine Rolle, wie stark das Fahrzeug beladen ist. All diese Themen haben wir bei Verbrennern auch. Die beeinflussen den Verbrauch, aber eben nicht so stark wie beim Elektroauto. Und deswegen haben wir bei Skoda ein Tool entwickelt, eine kleine Webanwendung, die findet man auf skoda.de auf unserer Webseite. Dort kann man sich draufklicken und dann kann man einfach mit so kleinen virtuellen Drehreglern genau das einstellen. Ist es eher kälter oder ist es eher wärmer? Habe ich die Klimaanlage an oder nicht? Bin ich mit der Familie unterwegs oder allein? Und dann rechnet quasi dieses Tool die, ja, ich nenne es mal die realitätsnahe Reichweite, die ich mit dem ENIAC erreichen kann. Und die ist dann auch wirklich erfahrbar für einen Kunden draußen. Also mein Tipp für jeden wäre, einfach mal draufklicken und ein bisschen ausprobieren. Das macht eine Menge Spaß. Das ist in jedem Fall eine sehr gute Idee. Ich sage jetzt erstmal für den ersten Moment herzlichen Dank, Herr Gretschmer. Vielleicht noch ein Punkt zum Thema Elektromobilität. Ich glaube, es ist ja auch bei euren Händlern auch ein ganz, ganz gewichtiges Thema, dass die Händler auch die Kunden dahingehend beraten, ob denn ein Elektroauto tatsächlich sinnvoll ist. Und ich meine, Skoda hat ja erstens natürlich noch Plug-in-Hybride, den Octavia und den Superb. Dann hat ja Skoda auch noch eine ganze Reihe an Benziner und Dieseln. Und für mein Empfinden ganz wichtig, das Thema CNG, da haben wir den Kamiq, den Scala und den Octavia als Limousine und Kombi. Und das sind ja auch noch ganz herausragende Alternativen für umweltbewusstes Autofahren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Herzlichen Dank, Thomas Kretschmer. Mehr Informationen über den Skoda ENIAC findet ihr wie immer, inklusive Fotos etc. pp. Bei auto360.de. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Servus und ciao.